Hallo und herzlich willkommen bei SolidCAM Professor. In diesem Beitrag aus unserer Serie Neue Funktionen in SolidCAM 2018 zeige ich Ihnen die neue Option, bei Taschenjobs automatisch einen Kollisionsschutz zum Spannmittel zu verwenden. Und die neue Geometrieoption, automatisch nur das Restmaterial zu bearbeiten. Sie sehen hier im Arbeitsbereich ein Bauteil, was mit 4 Spannmitteln befestigt wurde. Es existieren 2 Aufspannungen, die Aufspannung 1 für das Befestigen mit 4 Spannmitteln. Darüber hinaus gibt es eine zweite Konfiguration, die für das zweite Setup zuständig ist, wo das Ganze nur mit 2 Spannmitteln befestigt wird. Als erstes füge ich nun für die erste Aufspannung einen Taschenjob hinzu. Bearbeitet werden soll zunächst diese Tasche. Die Geometrie wird automatisch erkannt und ich aktiviere die Funktion Kollisionsschutz gegen Spannmittel. Ich füge ein Werkzeug hinzu, einen 10er Schaftfräser. In der Registerkarte Ebene stelle ich die Taschentiefe ein, die Zustellung, und füge unter Technologie noch hinzu, dass die Taschen mit der Profilstrategie von außen angefahren werden sollen. Durch diese neue Option Kollision gegen Spannmittel werden automatisch Werkzeugbahnen erzeugt, die um das Spannmittel herumführen. Es wird also automatisch auf Kollision gegen das Spannmittel geprüft. In der Simulation Solid Verify wird das Ganze dann noch deutlicher dargestellt. Ich habe hier die Bearbeitung und man sieht sehr deutlich, dass das Werkzeug komplett um die Spannmittel drum zugeführt wird und wir haben hier nun in diesen beiden Stellen Restmaterial, was jetzt noch mit einer weiteren neuen Funktion bearbeitet werden soll. Dieser Taschenjob wird nun von mir kopiert und in die zweite Aufspannung eingefügt. Die Aufspannung, in der nur 2 Spannmittel vorliegen und ich nun gefahrlos diese beiden Bereiche, die noch nicht bearbeitet werden konnten, bearbeiten kann. Wie gesagt, dies ist in der zweiten Aufspannung mit dem Spannmittel so eingestellt worden. In diesem Job wird jetzt noch zusätzlich unter Geometrie diese neue Funktion nur Restmaterial fräsen angewählt. Die Checkbox wird aktiviert. Das Ganze wird gespeichert und berechnet und wir sehen, dass das Material automatisch dort bearbeitet wird, wo es vorher nicht bearbeitet werden konnte. Das Ganze wird dann ziemlich deutlich in der Solid Verify Simulation. Wir sehen die Spannmittel an den beiden anderen Seiten und nun wird nachträglich noch das Restmaterial in diesen beiden Bereichen bearbeitet. Die gleiche Option haben Sie auch in der Taschenerkennung. Auch mit der Taschenerkennung lässt sich sehr schnell und einfach die Geometrie vom Bauteil wählen und auch hier haben wir die Möglichkeit, den Kollisionsschutz gegen das Spannmittel einzustellen, wählen auch wiederum das Werkzeug aus und haben in der Ebene die maximale Zustellung eingegeben. Die Technologie wird automatisch offene Tasche. Wir klicken auf Speichern und Berechnen und automatisch werden alle Bereiche gegen das Spannmittel geprüft an der rechten Seite und hier dann natürlich auch auf der linken Seite. Für weitere Informationen und SolidCAM Professorbeiträge besuchen Sie unsere Webseite www.solidcam.de oder den YouTube-Kanal von SolidCAM Deutschland.